Mailand. Sportmax, ein Tochterunternehmen der Max Mara Group, stellt seine Frühjahr-Sommer-Kollektion 2010 auf der Fashion Week in Mailand vor. Hinter der Bühne geht es hektisch zu. Die Vorbereitungen laufen. Hi, mein Name ist Peter Phillips. Ich arbeite hier Backstage für Sportmax und heute machen wir einen Look, der sehr jung und sehr sexy ist. Der Fokus liegt auf den Augen, die werden goldgrün geschminkt. Ein Hauch Rosa auf die Wangen und blasse Lippen. Sportmax ist die junge Linie des Mutterhauses. Mittlerweile umfasst sie neben Fashion auch Schuhe und Accessoires wie Handtaschen, Gürtel und Schmuck. Ein sehr modischer langer Trench zum Minirock eröffnet die Show. Hier fällt zuerst der Blick auf die atemberaubend hohen Riemchen-Sandaletten. Das kurze Sommerkleid hat ein asymmetrisches Oberteil. Eine Variation des klassischen Hängerchens. Es fällt locker mit Druckknöpfen und Bindebändchen im Saum. Leger, Hotpants und weit geschnittene Blusen. Auffallend, dieser Sommer zeigt wenig Farbe. Gedeckte, blasse Töne beherrschen den Laufsteg. Wenig Muster, dafür viele Khaki-Nuancen. Ein Hauch jenseits von Afrika. Ein wenig militärisch gibt sich die neue Linie, aber nur auf den ersten Blick. Feminin die detaillierte Ausgestaltung. Hauchzarte und seidige Stoffe, Raffungen und Applikationen. Raffiniert die Seidenhülle über dem burschikosen Khaki-Rock. Ein Kleidungsstück verwandelt sich verwegen. Der alte Parker ist kaum wiederzuerkennen. Aus Rami-Satin mit fluoreszierender Litze. Was hat Sportmax-Designerin Grazia Malagoli zu ihrer neuen Kollektion inspiriert? Sagen wir mal so, die Inspiration kommt aus einer Kiste, die man wiederfindet. In dieser Kiste sind Erinnerungen und alte Hochzeitskleider aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Epochen, sowohl für die Braut als auch für den Bräutigam. Die Stücke sind sehr feminin, in sehr hellen und zarten Farben, in ganz leichten Stoffen. Wir zeigen Motive und Details, die zwar sehr typisch sind für Hochzeitskleider, aber sie werden in einer absolut modernen Version interpretiert. Dann präsentieren wir die Militärjacke, auch hier eine extrem moderne Interpretation der Mode. Wir übernehmen teilweise die Militärfarbtöne, gemischt mit typischen Dessous-Farben, Spitzen, also sie wirken etwas feminin. Wir haben zum Beispiel ein Kleid, das von vorne den Militärstil übernimmt, also mit vielen Taschen, und von hinten aber sehr weich und soft wirkt. Und das ist ein Hochzeitskleid. Im etwas maskulineren Teil zeigen wir dann den Tight. Auch hier wird die Farbe, meistens grau oder schwarz, als moderne Interpretation gezeigt, gemischt mit Spitzen und in Verbindung mit hohen Gürteln. Diese Art von Gürteln, so etwas wie ein Korsett, kennzeichnet gewissermaßen die gesamte Kollektion. Alles ist gemischt und gewürzt, sodass sich immer wieder eine ganz neue Interpretation der Mode ergibt.
Neben den militärischen Farben zeigt Sportmax aber auch eine Vorliebe für zarte Pudertöne. Elegant, das mehrschichtige Kleidchen mit Organza-Hülle in blassem Lachsrosa. Einfallsreich die Glanzapplikationen. Aus fliederfarbenem changierenden Taft das kurze Cocktailkleid mit gerafftem Ballonrock. Das Sommerkleid ist zurück. Diese Kleider sind jung und frisch, keine Frage, dass sie große Fans bekommen werden. Das Mantelkleid aus transparentem Organza ist der absolute Höhepunkt der Show. Eine gelungene Schau, die viel Beifall erntet. Sportmax bricht maskuline Stilmuster durch leichte feminine Materialien, Seide, Organza, Tüll und Chiffon. Puderrosa und glycinfarbene Stoffe schmeicheln der Haut und werden kombiniert mit verschiedenen Khaki-Tönen, mit Sorbet-Nuancen oder ganz kontrastreich mit Schwarz. Die hochwertige Kollektion besticht durch ihre schlichte, feminine Ausstrahlung. Tragbare Mode für unangepasste Frauen. Wir freuen uns auf den kommenden Sommer.